Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Vielleicht habe ich heute einen etwas anderen Look, liebe Leute. Diese Perücke hatte unfassbar gute Bewertungen und Leute, ich musste sie mir einfach kaufen. Ich war so neugierig. Generell hatte ich auch einfach Lust auf eine ganz neue Haarfarbe. Ich bin da ganz ehrlich mit euch. Ich habe auch überlegt, ob ich mir selber Directions kaufe und irgendwas Rotes, Pinkes auf dem Kopf veranstalte, aber ich habe mich jetzt doch hierfür entschieden. Ich habe die Perücke gerade selbst das erste Mal an, also ich würde da, glaube ich, selber noch ein bisschen dran rumschneiden, aber ich finde die an sich schon ziemlich cool. Die hat hier und da auf jeden Fall noch so Haarspangen, damit die gut hält und bisher tut sie es auf jeden Fall. Was ich noch sagen muss, ich finde die Haare, die fallen tatsächlich sehr natürlich. Dafür, dass es eine Perücke ist, die gar nicht so teuer war. Sie macht auf jeden Fall einen sehr soliden ersten Eindruck, Leute. Ich habe mir hier aber noch ein sehr, sehr spannendes, super gehyptes Produkt gekauft. Aber ich bin skeptisch, ich möchte es mit eigenen Augen sehen, Leute. Das hier ist sozusagen essbares Glitzer. Man kann es einfach in Getränke unterrühren und dann soll das Getränk wohl richtig fancy und cool und metallisch glitzermäßig aussehen. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ja. Ich habe mir das in dieser Passionate Pink Version gekauft. Deswegen bin ich sehr gespannt, inwiefern diese Farbe Passionate Pink sein wird. Probieren wir das Ganze doch mal aus. Okay. So sieht das Ganze jetzt aus, Leute. Für diesen ganz besonderen Anlass habe ich mir mein ganz besonderes Cocktailglas rausgeholt, Leute. Das ist tatsächlich nicht geklaut. Es wurde mir geschenkt in einer Bar in Berlin von einem Mitarbeiter. Die Geschichte dieses Glases ist, dass ich mir einen Cocktail to go bestellt habe und dann habe ich einen Cocktail in diesem Glas bekommen, Leute. Und dann habe ich den Barkeeper extra nochmal darauf hingewiesen. Ich so, es sollte eigentlich to go sein und er so, das passt schon, nimm einfach das Glas mit. Und ich war so, bist du dir sicher, dass ich jetzt einfach euer normales Glas mitnehmen darf? Ist jetzt deins. Und ich so, okay. Und dann bin ich ganz schnell aus dem Laden, damit er seine Meinung nicht ändert, weil ich das Glas echt cool fand. Wir haben hier jetzt also das Glas Wasser. Ich habe die passende Haarfarbe auf jeden Fall schon mal dazu organisiert. Und hier ist das besagte Pulver. Probieren wir das doch jetzt mal aus. Ich habe übrigens gar keine Ahnung, wie man davon benutzen soll. Es ist jetzt ein Versuch. Oh, das sieht schon cool aus, Leute. Es hat auf jeden Fall so einen richtig schönen rosa metallischen Glanz. Ich habe es mir pinker vorgestellt, aber ich muss sagen, das sieht auch schon sehr nice aus. Okay, Leute, das sieht richtig schön aus. Ich finde, es hat einen Geruch. Also in den YouTube-Videos, die ich geguckt habe, die haben gesagt, es hat keinen Geruch und keinen Geschmack so richtig, aber ich finde schon. Doch, das riecht nach irgendwas. Es riecht ein bisschen wie geschmacksloses Esspapier. Die Polen unter euch, die werden wissen, wovon ich rede. In Polen gibt es nämlich geschmacksloses Esspapier meistens an den Weihnachtsfeiertagen. So riecht das ein bisschen. Also ich persönlich, ich liebe geschmacksloses Esspapier. Es riecht minimal danach, Leute. Also wirklich jetzt nicht mega intensiv, wirklich minimal. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, aber vielleicht schmecke ich auch ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Esspapier daraus. Aber es könnte jetzt auch Einbildung sein, Leute. Bevor wir jetzt aber direkt zum Fazit kommen können, liebe Leute. Das Produkt ist nicht vegan. E120 ist da drin, nämlich echtes Karmin. Das heißt, falls ihr jetzt gerade Veganer zuschauen, Leute, ich muss euch auf jeden Fall darauf hinweisen, das ist nicht vegan. Bevor ihr euch das bestellt und dann super enttäuscht seid oder so, hätte ich ehrlich gesagt die Hoffnung, dass es vegan wäre. Fazit, liebe Leute. Die Perücke sitzt, die Perücke ist cool. Ich finde, doch, ich mag sie auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde, sie fällt sehr cool. Ich finde sie auch vom Gefühl her auf jeden Fall sehr angenehm. Man merkt vom Gefühl, dass es keine echten Haare sind. Aber ich finde für den Preis optisch richtig, richtig cool. Auch wenn ich jetzt noch so ganz nah dran bin, ich finde, es fällt halt nicht auf, dass es jetzt mega künstlich aussieht oder so. Was sagt ihr dazu? Findet ihr, es fällt auf? Jetzt komplett abgesehen von der Farbe natürlich. Perücke finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool. Pinkes Glitzerwasser. Funktioniert, ist eine hammer mega coole Idee. Ich finde es tatsächlich auch geschmacklich mit dem Esspapier sehr lecker, muss ich sagen. Es hat halt wirklich nur einen ganz, 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 ganz minimalen Esspapier-Touch, Leute. Also bevor jetzt hier irgendjemand denkt, oh mein Gott, das ist flüssiges Esspapier. Nein. Was ich jedoch ein bisschen störend finde an den Inhaltsstoffen, vor allem weil ich es bisher noch nie in irgendeinem YouTube-Video gehört habe, ist halt einfach, dass es nicht vegan ist, weil da Karmin drin ist. Deswegen ist mir das auf jeden Fall wichtig, dass ich das nochmal an dieser Stelle erwähne, weil es halt natürlich super, super nervig und ärgerlich ist, wenn man sich dann so ein cooles Produkt bestellt, voll die Hoffnung hat und voll begeistert ist davon und plötzlich stellt sich halt raus, dass es halt nicht vegan. Das wäre einfach mega kacke. Ihr habt jetzt auf jeden Fall meine Meinung gehört zu dem Glitzerwasser sowie auch zu der Perücke. Ich bin sehr gespannt, ob ihr die Perücke feiert, ob ihr euch selber so ein Glitzerwasser kaufen würdet. Ob ihr wusstet, dass es nicht vegan ist. Also mir persönlich war es halt wirklich bis gerade eben nicht bewusst. Ich habe da halt wirklich gar nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch das Video unterhalten hat. Ich habe euch beide Produkte auch nochmal unten in der Infobox verlinkt, falls ihr sie spannend findet. Lasst mir gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.